Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video, Freunde. Heute gibt es einen Ramadan-Vlog und ich nehme euch heute einfach mal mit, damit ihr gucken könnt, wie so ein Alltag einfach bei mir dann aussieht. Wir haben jetzt 4:15 und ich darf essen bis ca. 45, dann fängt das Morgengebet an und danach fängt dann quasi das Fasten an, so dass ich dann erst gegen abends wieder was essen darf. Für mich persönlich gibt es nichts Besseres als hartgekochte Eier. In meinem Fall mache ich die so weich, dass die innen drin noch etwas flüssig sind, weil dann schmecken die einfach noch besser. Und ich finde halt, dass die mich am längsten satt halten und es gibt meinem Körper einfach alle Vitamine, die er benötigt, um einfach den Muskelaufbau zu fördern und generell einfach, dass der menschliche Körper oder der menschliche Organismus gut funktionieren kann über den Tag. Natürlich trinken wir auch nochmal ein großes Glas, was ich sehr gerne mache, ist auch mal Zitronenwasser. Und ja, ich finde, du kannst ja nicht vortrinken. Du kannst jetzt natürlich 4 Liter Wasser trinken, aber du hast dadurch nicht weniger Durst über den Tag. Deswegen einfach ein großes Glas Wasser und dann passt das für mich. So sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. 6 Minuten sind optimal, damit die nicht zu hart werden, so dass sie innen drin etwas flüssig sind. Und wir haben jetzt auch fast die 6 Minuten voll. Essen für Iftar habe ich auch schon vorbereitet. Es gibt dann später Reis mit Hähnchen. Dazu gibt es dann noch hier und da so ein bisschen Beilage, weil es ist sehr viel einfacher, wenn du vorkochst, deine Ernährung unter Kontrolle zu halten. Ich mache das Ganze jetzt etwas strenger, weil ich die letzten Tage mir immer wieder mal was gegönnt habe am Abend. Weil wenn du den ganzen Tag nichts isst, ist es sehr schwierig, sich zu disziplinieren und zu sagen am Abend, ich esse kontrolliert, weil du hast das Gefühl, du kannst die ganze Welt essen. Aber jetzt langsam müssen wir das mal auf die Reihe bekommen. Deswegen, Essen ist vorgekocht, das gibt es später. Aber wenn wir dann soweit sind, sprechen wir nochmal. Also, die Eier sind fertig, innen drin sind die perfekt geworden. Ich bin etwas knapp von der Zeit. Ich esse jetzt die Eier, trinke ein großes Glas Wasser und danach geht's weiter. Reicht. So, ich habe jetzt die Waschung gemacht. Jedes Mal, bevor du betest, musst du eine Gebetswaschung machen. Das kannst du unter der Dusche machen oder die schnellere Variante am Waschbecken. Und die habe ich jetzt gemacht. Jetzt mache ich schnell mein Morgengebet und damit beginnt dann auch das Fasten bis heute Abend. Bis gleich. So Freunde, ich bin wieder da. Ich habe jetzt auch nochmal die ganze Wohnung sauber gemacht. Ist immer eine sehr, sehr wichtige Sache, damit man sich wohlfühlt und der Kopf frei ist, dass deine Umgebung sauber ist. Und es fängt mit dem Zimmer an, beziehungsweise dem Kinderzimmer, wo man aufwächst, dass man irgendwann sagt, so, jetzt bin ich selbstständig, ich mache mir mein Zimmer alleine sauber, weil damit tut ihr euch einen Gefallen für euer späteres Ich, dass ihr einfach auf euch selbst Acht geben könnt. Das wollte ich euch an der Stelle einfach nur mal ans Herz legen. Seid von Anfang an ordentlich, lernt das, damit ihr einfach später in der Zukunft, wenn ihr mal ein Haus habt, eine Familie habt, diese Eigenschaft mit von zu Hause nimmt. Nochmal ganz kurz zur Morgenroutine. Aktuell mache ich es so, dass ich das Morgengebet sehr regelmäßig bete, da ich ja auch eh immer früh aufstehe und Ramadan mich jetzt einfach nochmal dazu gebracht hat, mich mehr mit meiner Religion zu beschäftigen. Ich möchte sowas niemandem aufdringen. Ich möchte jetzt auch nicht, dass 90% meines Contents jetzt um Religion geht, aber das ist momentan einfach ein großes Thema bei mir und ich erzähle euch ja alles in die Kamera, was in mir so abgeht. Deswegen sage ich euch das jetzt einfach nur nochmal, dass mir das persönlich sehr, sehr gut tut momentan, da ich keine Ausreden habe, länger im Bett zu bleiben. So, ich bin ja sonst immer wach geworden, bin dann 2 Stunden später zum Training gegangen und jetzt habe ich da so ein Zeitfenster, wo ich sage, ey, ich muss das Morgengebet verrichten. Also, raus aus dem Bett, sei produktiv. Und da ich eh eine Gebetswaschung davor machen muss, bin ich dann eh wach, klar und sauber. Dann versuche ich die Zeit auch immer sinnvoll zu nutzen und gucke immer, dass ich so ein paar Seiten von einem Buch lese, weil es ist dann noch so früh, du kannst nichts Sinnvolleres machen, außer dann, du liegst entweder im Bett oder du bist produktiv. Und wie gesagt, ich lese momentan einfach ein Bücher so, einfach ein paar Seiten, das nehme ich dann für mich mit und das gibt mir dann auch immer ein bisschen Motivation für den Tag. Wie gesagt, ich habe jetzt hier alles sauber gemacht, die Wohnung ist picobello. Ich gehe jetzt gleich nochmal raus, ich sammle ein paar Schritte. Ich wollte nochmal gucken, dass ich wirklich darauf achte, meine 10.000 Schritte am Tag zu bekommen, da das einfach ohne Sport eine super Möglichkeit ist, einfach in Form zu bleiben. Es verbrennt unheimlich viel Kalorien, also ihr müsst keine Sportmaschinen sein, um eine gute Form zu haben. Die Alltagsbewegung, die ihr sowieso immer macht, kann eine große Rolle spielen am Ende der Woche. Das ist eine Gesamtkalorien, die echt anschaulich ist und deswegen könnt ihr euch da einfach als Richtwert nehmen, ey, ich gehe einfach jeden Tag 10.000 Schritte und das ist schon echt enorm in der Woche. So, ich bin jetzt 70 Minuten lang einfach nur spazieren gegangen und es hat extrem gut getan.
Ich fühle mich schon ganz anders. Ich habe gerade gedacht, irgendwas will mich jagen. Es waren jetzt knapp 6 Kilometer. Einfach ganz entspannt mitgenommen. Gleichzeitig habe ich jetzt hier meinen Seelenfrieden. Und Leute, ich weiß, ich nerv euch. Ich sage euch immer wieder, geht in den Wald, bewegt euch draußen. Aber wäre ich nicht so überzeugt davon, würde ich euch damit nicht jedes Mal voll quatschen. Ich möchte, dass ihr das auch macht, weil man mit so einfachen Methoden die Lebensqualität einfach steigern kann so. Und warum soll man das nicht mitnehmen? Es ist kostenlos, es kostet nichts. Du musst einfach nur die Körperteile benutzen, wofür sie gemacht wurden. Weil das vergessen wir manchmal im Alltag, weil der Mensch halt versucht, immer bequemer zu werden. Und das ist auch okay. Aber so eine Stunde am Tag einfach da rein investieren, dass man glücklich ist. Ich meine, Glück ist unbezahlbar. Aber Glück, das fällt auch nicht vom Himmel so. Du musst halt gucken, dass du ein bisschen was tust. Einfach ein bisschen bewegen. Es ist jetzt auch gerade schön Zeit umgegangen. Und was soll ich euch sagen? Ich fühle mich gut. Und ihr werdet auch direkt merken, dass die Leute im Wald alle gute Laune haben. Alle Leute, die ihr hier antreffen werdet, haben gute Laune. Weil die sich genauso fühlen wie einer selbst. Es geht einem schlecht. Du gehst in den Wald, du gehst spazieren, du bewegst dich, bist umgeben von der Natur. Meinetwegen, nimm auch dein Handy mit. Schau dir ein paar Motivationsvideos an. Schau dir meine Videos an, meinetwegen. Egal. Aber so raus aus der Komfortzone zu Hause. Zu Hause sind auch viele negative Dinge. Und gute und negative, versteht mich nicht falsch. Mein Zuhause ist wunderschön, ich liebe mein Zuhause. Aber es tut auch einfach mal gut, da rauszukommen. Und einfach ein bisschen mit sich selbst zu sein. Deswegen sage ich euch das jedes Mal, weil es mir persönlich hilft. Und ich bin einfach überzeugt davon, dass es auch euch hilft und ihr wisst ja, wie ich bin. Ich möchte, dass ihr einfach Gutes mitnimmt aus meinen Videos. Deswegen nerv ich euch heute nicht das letzte Mal damit. Ich gehe jetzt noch ein bisschen spazieren. Ich mache noch ein paar Aufnahmen für Instagram und TikTok. Dann brauche ich das Ganze immer im Hochformat. Das mache ich jetzt einfach mit meinem Handy, weil ich bin auch hier mal extrem kreativ. Weil dieses Mindset, was ich gerade habe, das habe ich zu Hause meistens nicht. Aber wenn ich hier bin, habe ich wieder so 1000 Ideen. Das fördert hier einfach so meine Kreativität und dann habe ich halt auch Content für die anderen Plattformen. Deswegen werde ich jetzt hier noch ein bisschen produktiv sein und danach geht's nach Hause. Guck mal, Freunde, so sieht das übrigens aus. Ich habe dann hier immer so mein Stativ. Ich stelle das dann einfach nach hier, mache die Selfie-Kamera an und dann kann ich quasi direkt Content filmen. Ich habe hier meine Ruhe, niemand stört mich. Ist im Fitnessstudio ja nicht mal ganz so einfach zu filmen, weil du da einfach extrem viele Leute hast, aber schaut euch um. Ich bin alleine. Jetzt gerade lief eine Frau an mir vorbei mit einem Hund. Die hat so direkt gefragt, hey, was machst du hier? Meinte ich so, ja, ich mach Social Media, dies, das. Also so neugierig, aber so cool. Wisst ihr, was ich meine? Nicht so verurteilend. Und mega. Auf jeden Fall, so sieht das Ganze aus. Viele fragen auch immer, wofür habe ich immer meinen Rucksack dabei? Und da ist halt einfach immer mein Equipment drin. Weil ich immer, wenn ich so eine kreative Phase habe, immer sage, ey, geil, ich kann irgendwas filmen, ich kann irgendwie ein bisschen Content machen. Weil wenn du auf Social Media erfolgreich sein willst, brauchst du halt immer wieder Ideen. Und das ist das Anstrengende, wenn du das über langen Zeitraum machst. Wenn du jemand bist, der in einem Jahr extrem viel Erfolg hat, dann geht das wahrscheinlich. Ich mache das jetzt seit 3-4 Jahren. Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich konstant 100% das gegeben habe, was ich kann. Sonst wäre ich jetzt heute in einem anderen Standpunkt. Aber ich bin dennoch sehr, sehr dankbar. Das dürfen wir nämlich nicht vergessen. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für den Standpunkt, wo ich jetzt bin. Man soll zufrieden sein, sagt man doch, aber nee, nein, nein, man soll dankbar sein, aber nicht zufrieden, weil man einfach mehr möchte, aber dennoch dankbar. Dankbarkeit steht an oberster Stelle. Und ja, wie gesagt, in dem Rucksack habe ich dann immer alles drin, was ich brauche. Stativ, diese Kamera, Stativ für diese Kamera und für das Handy. Das ist schon einiges, was ich damit schleppe, aber ey, wir müssen einfach jederzeit bereit sein. So sieht es nämlich aus. Wir geben 100. So, Freunde, ich melde mich hier nochmal mit einem Voice-Over. Wie gesagt, heute stand Beintraining an. Ich trainiere auch fast jedes Mal Bauch mit, einfach um zusätzlich meinen Körper zu stärken und die Kalorien einfach mitzunehmen. Auch nochmal eine Empfehlung von meiner Seite, trainiert jeden Muskel 2-mal die Woche. Ich finde, das ist optimal. Du machst die Übung öfters und wirst dadurch auch einfach immer wieder besser bei den Übungen. Aber probiert euch da einfach aus. Nehmt Informationen mit, die ihr von Videos sehen könnt, aber guckt, dass ihr das einfach ausprobiert und ihr werdet schnell merken, innerhalb einem Monat, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Ich probiere selbst heute noch neue Dinge aus, um einfach zu schauen, klappt das für mich oder ist das eher eine Sache, die nicht so gut funktioniert. Das ist ganz, ganz wichtig, immer so diese Praxiserfahrung mitzunehmen. Deswegen macht es nicht zu kompliziert, geht einfach regelmäßig trainieren, gebt 100% immer wieder die Tagesbestleistung und wenn ihr das über langen Zeitraum macht, werdet ihr auf jeden Fall Muskel aufbauen.
Bei mir hat es auf jeden Fall gut funktioniert, indem ich mich einfach über die letzten Jahre immer wieder ausprobiert habe. So, ich bin jetzt fertig mit dem Training. Das war eine schnelle, kurze, aber sehr harte Runde. Kurzzeitig wurde mir auch schwarz vor Augen. Das heißt, wir haben gut trainiert. Und ich freue mich auf jeden Fall, jetzt gleich nach Hause zu gehen, beziehungsweise anzukommen. Ich habe extrem Durst und dann wird auch vernünftig gegessen. Bis nachher, ich melde mich gleich nochmal. So Freunde, der Tag ist auf jeden Fall geschafft. Ich habe einen extrem trockenen Mund. Ich bin auf jeden Fall am Verdursten. Aber es ist jetzt gleich schon soweit. Wir haben jetzt 18.33 Uhr, also noch 15 Minuten. Und dann geht es auch schon los. Meine Freundin kommt jetzt auch von der Arbeit. Ich mache ihr gerade auch noch was zu essen. Und eigentlich war es das auch schon von meiner Seite aus. Ich würde die Kamera jetzt abschalten, damit ich das Essen mit meiner Freundin einfach genießen kann und einfach wir den Moment für uns haben. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Heute war das Ganze ein bisschen, ja, locker und flockig, würde ich jetzt mal sagen. Hab nochmal ein paar Handyaufnahmen gemacht und werde mir das Ganze jetzt wieder im Nachhinein anschauen, ob mir das gefällt. Und eine Sache möchte ich euch auf jeden Fall mitgeben. Das habe ich jetzt für mich selber auch nochmal gelernt und akzeptiert, dass du nicht versuchen darfst, perfekt zu sein. Weil wenn du versuchst, perfekt zu sein, wird nie was bei rumkommen, weil nichts auf dieser Welt ist perfekt. Also wenn du in irgendetwas erfolgreich sein möchtest, und ich übertrage das jetzt beispielsweise auf meinen YouTube-Kanal, dann musst du kontinuierlich dranbleiben. Weil wenn du dich darauf einschränkst, perfekt zu sein, wird zu selten was kommen und das funktioniert nicht. Consistency is key, sagt man immer. Du musst dranbleiben, du musst dranbleiben, du musst dranbleiben. Es ist meistens sehr viel sinnvoller, als zu versuchen, eine Sache perfekt zu machen, weil dann wirst du nie anfangen, weil, wie schon gesagt, nichts ist perfekt. Deswegen hoffe ich, dass dieses Video, also wenn du dir das hier anschaust, dass wir Mittwoch haben, weil morgen früh nach dem Morgengebet, ich habe ja schon gesagt, dass ich die Zeit versuche, sinnvoll zu nutzen, werde ich versuchen, dieses Video hier direkt schon zu schneiden, so dass ich Mittwochabend das Video posten kann. Ihr wisst ja, ich versuche immer mittwochs und sonntags was hochzuladen, das wäre für mich ideal. Und ja, das nächste Video wird vielleicht etwas informativer, nicht in Form von einem Vlog, sondern vielleicht mal mit dem Titel meine Erfahrungen der letzten 10 Jahre bezüglich Ernährung und Training, so dass der ein oder andere sich vielleicht ein paar Informationen holen kann. Ja. Like gerne das Video, abonniert mich sehr gerne, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich bin mir nicht sicher, aber falls es eine Glocke gibt, aktiviert die gerne, so dass ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich poste. Ganz viel Liebe geht an euch raus, bleibt fokussiert, wir halten an unseren Träumen fest, jeden Tag 100%. Bis dann, Freunde.